Ja, also wieder bei Hollow Knight. Beim letzten Mal haben wir uns in der Stadt der Tränen noch ein bisschen umgeschaut, ein bisschen Stuff gesammelt und haben hier noch ein paar Essenzen abgegeben. Dementsprechend dürfen wir jetzt diesen Ort hier betreten. Die Geisterlichtung. Dann gucken wir uns mal hier ein bisschen um. Die Käfer auf dieser Lichtung stehen unter meinem Schutz. Behandle sie mit Respekt und du darfst hier bleiben. Doch hebst du deinen Nagel gegen sie, machst du dir mich zum Feind. Okay. Millibug. Kauf meine Kekse, sind unglaublich lecker. Kaspian, nimm dich vor deinen eigenen Geistern, kleines Wesen. Ein finsterer Geist ruft dunkle Taten hervor und meiner war finsterer als die meisten. Ich dachte, es wäre raus mit mir, doch stattdessen fand ich diese Lichtung und mit ihr so etwas wie Frieden. Ja, ich glaube, es ist im Endeffekt nur ein Gebiet, wo wir ein bisschen reden. Ich glaube, groß finden wir in diesem Gebiet nichts, aber... Hoppala. Kann ja auch mal dafür gut sein, hier einfach nur mal ein bisschen zu reden. Dr. Chagax. Früher haben ich anderen geholfen. Man brachte die Kranken und die Sterbenden zu mir. Doch welchen Unterschied hat das gemacht? Jeder Sieg im Kampf gegen den Tod ist nur vorübergehend. Das ist sehr tiefgründig. Hab keine Angst, kleines Wesen. Eins war ich von rasendem Zorn besessen. Doch die friedliche Luft an diesem Ort scheint ihn in Zaum zu halten. Bist du ein Krieger, kleines Wesen? Ein wahrer Krieger ist jemand, der inmitten eines Sturms aufrecht stehen bleiben kann. Das ist schon teilweise echt sehr tiefgründig. Ich war einst von Macht besessen, doch meine Zeit auf dieser Lichtung hat mich von diesem Bedürfnis befreit. Was für ein Wahnsinnswitz von mir, so etwas Sündhaftes jemals zu begehren. Mensch, da... Kann man wahrscheinlich einfach nur noch weiter hoch. Alle werden immer wieder an diese Fehler, die wir begangen haben, erinnert. Lass nicht zu, dass deine Irrtümer dich belasten, sondern mache sie dir als Wegweiser zunutze, um den falschen Weg noch nicht einmal einzuschlagen. Oh? No. Ich dachte, ich könnte da kurz mal runterrutschen und gucken, was da ist. Also ich finde, von denen kann man noch was lernen. Sogar wirklich. So. Krieger 100 Nagel. Gefallen dir meine Nägel, Herr Wanderer? Ich trage nur drei, weit weniger als die Legenden erzählen. Dennoch, einer ist schärfer als der andere und ich bräuchte nur einen, um dich niederzustrecken. Okay, ich gehe ja schon. Bewunderst du mein fabelhaftes Muster? Ich bin Teil einer vornehmen Gattung, weißt du? Ich habe schon lange niemand mehr wie mich gesehen. Perpetus No. Genieß deine Zeit auf unserer Lichtung. Ich würde dir meinen Rat anbieten, doch da du es bisher geschafft hast, scheinst du mit unserer Welt und ihren Gefahren noch gut alleine zurechtzukommen. Kann ich eigentlich? Ups. Das wollte ich nicht! Ich wollte nur gucken, ob ich die Gedanken lesen kann. Okay. I shouldn't have done that. Darf ich jetzt wieder rein? Ich bin ganz friedlich. Man sollte übrigens nicht gegen seine eigene Seele verlieren. Ist alles wieder okay? Okay. Ich habe nichts getan. I didn't want to do this. Ich wollte nur Gedanken lesen und nicht ihre Seele ausmerzen. Ist die jetzt ganz weg? Tatsache, ich habe sie getötet. Also, doppelt getötet. Ups. Fürchte ich meine verwesende Gestalt. Auch wenn mein Körper vergeht und sich verändert, bleibe ich im Kern derselbe. Alle Probleme im Leben können mit schmetternder Kraft gelöst werden. Nach diesem einfachen Mantra habe ich immer gelebt. Wenn du nicht so dürr wärst, würde ich vorschlagen, dass du meinem Beispiel folgst. Ey, so dürr bin ich gar nicht. Beurteile mich nicht nach meinem Aussehen. Auch wenn ich klein bin, trage ich eine schwarze Seele in mir und neige dazu, im Kampf in einen Blutrausch zu geraten. Grüße mit Abenteuer. Brichst du auf in die Welt? Ich würde dich begleiten noch. Es ist so lange her, dass ich fürchte, meinen Kopf zu verlieren. Vorsicht! Meine Panzer ist mit Säure überzogen und ich möchte nicht, dass du dich verbrennst. Auf diese Art verteidigt meine Gattung sich, obwohl es ziemlich lästig sein kann, wenn man Bekanntschaften schließen möchte. Ja gut. Wir sehen uns bald wieder, sagte sie doch, das ist schon so lange her. Ich frage mich, wo sie wohl hingegangen ist. Ein Wanderer. Ich war in vielen Orten und habe viele Dinge getan, doch ich ahne, dass du mich weit übertreffen wirst.
Ich habe schon lange damit aufgehört, die Höhlen von Hylands Nest zu bereisen. Ich vermute, dass sie jetzt noch viel gefährlicher sind als zu meiner Zeit. Doch du wirkst tüchtig und ich bin mir sicher, dass du zurechtkommen wirst. Viel Glück, die Welt da draußen ist riesig. Bin von weit her gekommen, um diesen Ort zu erreichen. Mein Panzer mag fremdartig wirken, doch darunter bin ich ein Käfer wie auch du. Und jetzt frage ich mich, was genau ist der Sinn hinter diesem Raum? Will ich mal darüber? Dann kann man vielleicht rüber. Ich guck mal eben. Hat der irgendwie einen tieferen Sinn oder ist es einfach nur, um so ein paar Leute hier zu sehen? Was ich mir jetzt einfach mal so vorstellen könnte, dass man hier vielleicht ein paar Leute einbaut, die das Projekt damals gut gebackt haben. Kann man sogar wirklich rein. War ich hier schon mal? Oh. Ein Königsidol. Cool. Dass man hier vielleicht die Leute, die irgendwie einen bestimmten Betrag gebackt haben bei Kickstarter, dass die dann hier quasi so ein Grab bekommen. Wer weiß? Ich nicht. Na gut. Dann wollen wir wieder zurück. Haben uns jetzt auch gut umgeschaut auf der Geisterlichtung. Dann auf zurück zur Station des Königs. Da muss ich mal gucken, wie wir jetzt diesmal gehen, um nicht wieder da oben zu landen. Moment. In diesem Raum kann ich selbst auch noch ein bisschen weiter nach oben gehen. Naja. Ich glaube, das hat nicht funktioniert. Ich probiere es aber nochmal. Reicht es wenigstens, um die Karte da oben schon anzumalen? Was ist da oben? Ich muss eigentlich nur einmal einen guten Sprung machen. Dass ich da... So? Na. Irgendwie kriege ich da keine Kante erwischt. Nein, das war zu tief. Na, das war zu hoch. Ich kann mich zum Glück immer direkt hier vorne heilen. Was ich weiß, was ich mache, ist wahrscheinlich total unsinnig. Aber hey, wir sind zumindest hier nicht in Breath of the Wild. Selbst wenn es regnet, kann ich mich hier festhalten. Okay, ich lasse es. Haben genug Unsinn gemacht. So. Einfach nach links. Jo. Da rechts ging es zur Grenze des Königreichs. War ich da? Weiß es gerade gar nicht. Egal. Wobei? Ganz oben beim Aufzug in dem Raum. Ich glaube, da kann ich aber nicht hin. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Oben. So, gucken wir uns jetzt hier mal ein bisschen um. Oh nein! Nicht so einer. Lass mich gehen. Gegen die will ich nicht kämpfen. So. Hier kann ich rein. Ist auch ziemlich nett von mir. Ich gehe einfach in deren Haus und schlachte einfach die ganze Familie ab. Das ist schon ein bisschen assig von mir, ja. Muss ich zugeben. Ein einfaches Schloss. Ja. Hi. Lass mich mal bitte vorbei. Wie der Kleine dann noch versucht mitzukämpfen. Nee, eins höher muss ich. Schauen wir so auf der Seite noch ein bisschen um. Ich höre den doch da unten schon. Was haben wir hier noch drin? Sad life. Very sad life. Au. Rip me. Ja, einmal noch treffen und ich bin tot.
Das war schon ein bisschen gemein. Wie er mich da eingesperrt hat. Die Sache ist, ich komme jetzt nicht mehr an meine Seele ran. Ohne da zu kämpfen gegen den, oder? Das ist schon eine miese Falle. Und schnell raus. Lässt du mich einfach gehen? Ich will dir nichts. Ach, verdammt. Ich dachte, ich könnte ihn verarschen, indem ich... Au! Bin tot. Ja, und der zweite hat mich erwischt. Ja. Das heißt, wir dürfen jetzt versuchen, den zu besiegen, um aus diesem Raum wieder rauszukommen. Hooray! Das wird ein Spaß. Ich hätte dich reingehen sollen, verdammt. This is gonna be fun. Oh je. Oder ich schaffe es schnell, meine Seele mitzunehmen und abzuhauen. Die andere Seite. Alter, hast du mich schon wieder erschreckt. Lass mich bestimmt vorbei. Nein! So. Ich mag die Kämpfe gegen die Viecher nicht. So. Oh, danke. Ich darf wieder gehen. Meine Güte. Okay. Einfach runtergeschmissen. So. So, schon noch abgeschlachtet, die anderen Gegner. Und weg hier. Nee, da will ich auch nicht. Könnt ihr bitte mal mehr von diesen Viechern hier hinbauen? So. Meine Güte. Sind wir lieber auf der Seite. Die Stadt ist gefährlich, ich merke schon. So, was haben wir denn hier sonst noch? Au. Von dem kleinen Ding wurde ich erwischt, echt. So, was haben wir denn hier oben? Hm, weiter hoch geht's nicht. Zur Seite ist auch nichts. Ob ich das hier kaputt machen kann? Die Sache ist, es bringt mir einfach mal absolut gar nichts. Also lasse ich es einfach. Man muss ja nicht alles kaputt machen. Oh. Ah. Okay, ich habe hier die Tür aufgemacht. Jetzt können wir hier zwischen den beiden... Jetzt haben wir auch endlich alles von der Stadt gesehen. Hör auf, in der Wand zu stecken. Jetzt können wir auch alles von der Stadt sehen. Auch wenn es hier jetzt auch nicht groß weitergeht. Okay. Dann sind wir hier soweit fertig. Wobei, eins möchte ich eben noch nachschauen. Und zwar, wo mich der Weg da unten noch hinführt. Weil ich weiß, als ich zum ersten Mal gespielt habe, bin ich über den Weg hier unter mir gleich in die Stadt der Tränen gekommen. Von wo kommt man hier nochmal? Von wo? Ja. Das ist aus dem Tiefennest. Wobei, was ist theoretisch denn unter der Stadt der Tränen? Ja, gute Frage. Ich weiß nicht. Ich habe die Karte hier noch nicht. So.
Ja, ich muss hier ein kleines bisschen aufpassen. Hier sind viele Sachen, die mir wehtun wollen. So. So runter. Okay. Oh. Oh, okay, die machen wir auch gleich noch. Ich will nur kurz gucken. Wo würde ich hier landen? Ist das hier eine Bahn? Nee. Oh Gott, einer von denen. Ich glaube, da unten möchte ich nicht lang. Nee. Komm mal runter. Danke. Wow! Bin abgerutscht. So. Nein! Wie der mich verarscht hat! Ich dachte, das wäre eine Plattform da unten, wo die Leiche lag, aber nein! Ich bin genau an der Plattform vorbeigesprungen. Ich dachte, seine Plattform wäre eine Leiche. Ne, andersrum. Ich dachte, seine Leiche wäre eine Plattform. Wo bin ich hier? So. Irgendwo. Ich weiß nicht. War ich hier schon mal? Wobei, Moment, ich weiß, wo ich sein könnte. Und zwar in diesem Zwischenbereich, wo ich mit der Bahn Richtung ewige Ruhestätte gefahren bin. Oder wo immer ich dahin gefahren bin, ich weiß nicht. Wenn ich mal so gucke. Ne, nicht Richtung, Richtung Grenze des Königreichs. Stimmt, ich bin einfach weitergefahren. Ich bin da gar nicht angehalten und hab mir das da gar nicht angeguckt. So bin ich das letzte Mal zur Stadt der Tränen gekommen. Ah. Gut zu wissen. Und hier lande ich jetzt in dem Bereich? Ja, hier ist das jetzt, wo die Bahn war. Nun rufe ich mal die Bahn, um wenigstens dort zu speichern. Interessant. Schön, dass es so teilweise echt komplett verschiedene Wege gibt, um in die Gebiete reinzukommen. Dann werde ich aber noch ein bisschen... Ach, ich hätte das den Baum dann doch eben machen sollen mit den Essenzen. Dann werde ich jetzt doch hier nochmal ein bisschen weitergehen und gucken, was mich hier noch erwartet. Uraltes Becken. So hieß das Gebiet. Gucken, ob ich Cornifer hier irgendwo finde. Ah, Seele brauche ich gerade nicht. Unter mir wahrscheinlich, ne? Ja. Hi. Ah, jetzt habe ich einfach weggedrückt. Ich glaube nicht, dass wir so tief gekommen sind. Wie Pioniere, du und ich, zumindest für unsere Zeit. So, zeig mal. Da unten haben wir noch Palastgründe und da unten ist noch eine Bank. Aber wo ich gerade hier an der einen Stelle war... Ich glaube, ich kann hier eine Menge Geo reinschmeißen. Ein wahrer Diener gibt alles für sein Königreich. Möge der bleiche König von Heilatsdest dich von deiner Last befreien. Ich glaube, ich gebe eh nur 2.000 oder 3.000 rein, also ja. Ja, 3.000. Und dafür kriege ich jetzt nämlich was. Und zwar so eine... Genau, so ein Teil. Okay. Haben wir unser Geld sogar effektiv sinnvoll angelegt? Na! Ich hätte lieber so eine Maskenscherbe gehabt. Weil ich die da irgendwie doch ein bisschen praktischer finde für mehr Leben als für mehr Seele, aber das nehme ich auch. Ja, ich möchte ein bisschen Geo einwerfen. Ich glaube, da komme ich auch erstmal noch nicht weiter. Aber ich kann es mir schon auf der Karte notieren, dass ich hier war. Dann gucken wir uns auf der anderen Seite mal den Palast an. Jetzt noch weiter nach unten, okay. So, wie komme ich... Da komme ich hin. Nee, komme ich gar nicht. Ich komme hier noch gar nicht hin. Ah, okay. Dann gehe ich erstmal nach unten.
glaube, ich weiß auch schon, wo ich jetzt bin. Hier komme ich wahrscheinlich auch noch nicht weiter, ne? So, höre Wesen, diese Worte sind euch allein bestimmt. Unser reines Gefäß ist aufgestiegen. Hinter diesem Tor liegt einzig der bedauerliche Abfall seiner Schöpfung. Wir werden diesen Ort nicht länger betreten. Ja, hier darf ich auch noch nicht rein. Na gut, hätten wir das auch erkundet. Das heißt, wir sind noch mit dem uralten Becken erstmal fertig. Nein, diesmal nicht, Gegner. Das heißt, wir können eigentlich auch wieder raus und in Richtung Stadt der Tränen. Dann wiederum in der Stadt der Tränen sind wir, glaube ich, auch erstmal fertig. Ja, ich muss mal gucken, wo wir als nächstes... Ich habe so eine Idee, wo wir als nächstes hin könnten, was uns auch gut weiterbringen würde. Aber ich muss mal gucken. Erstmal hier raus. Moment. Nach oben wollte ich ja. Aber jetzt bin ich immer noch uraltes Becken. Aber hier? Hier ist nichts. Das ist irgendwo zwischen dem Ganzen. Und da habe ich auch keine Karte irgendwie. Ich habe jetzt auch keinen Cornify irgendwo gesehen. Joa. Gut gemacht, Gegner. Also, dass du mich jetzt hier drin so ein bisschen einsperrst, finde ich jetzt nicht so geil, Kollege. Das war schon ein bisschen gemein gerade. Ich versuche einfach mal jetzt eben schnell mal durchzulaufen. Und mich von denen nicht beirren zu lassen. Das hat irgendwie funktioniert. Sache sind sie wahrscheinlich in diesem Raum auch erst alle wieder da, ne? Na gut, ich würde sagen, im nächsten Part versuchen wir uns dann hier mit dem Baum und sammeln wieder ein paar Essenzen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.